ich war mal wieder beim Daiso shoppen. Das Problem ist, der liegt auf dem Rückweg von der Arbeit. Mit einem kleinen Umweg komme ich da gut hin. Und auf dem Umweg, und ich glaube, das ist eigentlich auch das Problem, ist dieses Sushi-Restaurant und ein ganz super leckeres indisches Restaurant. Also es gibt eigentlich gar keinen Weg dran vorbei. Und jetzt zeige ich euch, was ich alles wieder eingekauft habe. Viel Spaß! Erstmal habe ich euch ja schon ganz viele Mitbringsel für meine liebe Familie gezeigt, aber eine, wie euch vielleicht aufgefallen ist, hat immer gefehlt und das war die Mama. Und dann habe ich so mit ihr gesprochen und ihr erzählt, was ich mir so für sie überlegt hatte. Und dann hat sie gemeint, na ja, nee, aber dann vielleicht doch. Und jetzt habe ich es einfach gekauft und sie bastelt sehr gerne. Sie macht ganz viel selber, auch aus Filz, so kleine Figuren und Blümchen und das ist alles sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole ihr was zum Filzen. Und zwar erstmal eine Unterlage mit einer Filznadel. Also das ist ja Wolle oder das hier. Und dann tut man da mit der Nadel ungefähr 2 Millionen Mal reinpieksen, bis es eben so filzig wird. Und das ist jetzt das Set, um dieses süße Häuslein zu basteln. Und ich glaube, also zumindest als ich es gesehen habe, habe ich halt an sie gedacht, weil das könnte ganz gut da reinpassen zu dem, was sie sonst so macht. Dann habe ich noch eine etwas schnellere Doppelfilznadel. Dann, wo ist es? Hier noch das für einen kleinen Vogel. Ich hoffe, das gefällt ihr und falls nicht, muss sie eben mit dem Essen, das ich ihr dann vorsetze, zufrieden sein. So, dann habe ich mir nochmal Wolle gekauft. Ich bin jetzt irgendwie im Häkelwahn. Ja, genau. Dann habe ich mir Filz gekauft, weil ich möchte mir nämlich ein Stirnband machen. Und da dachte ich, wenn ich das in Grau mache, könnte ich dahinter oder innen rein, damit es auch ein bisschen windgeschützt ist, das Rosa nehmen. Das würde ganz schön aussehen. Dann habe ich, weil ich unbedingt wissen muss, wie es schmeckt, ich mag sehr gerne Cola. Also am liebsten die ganz normale Cola. Nicht die mit dem reduzierten Zucker oder so. Und es gab eine Pepsi Halloween Cola in Rosa. Die musste ich natürlich unbedingt kaufen. Einfach Interesse halber, ob die auch wie Cola schmeckt. Oder ob sie rosa ist und irgendwie nach Erdbeere oder Kirsche oder sonst was Ekligem schmeckt. Aber es steht Cola drauf, deswegen muss es nach Cola schmecken. So. Für das Stirnband habe ich mir noch so kleine Accessoires geholt. Ich dachte, das könnte auf dem Grau noch ganz schön sein oder das ganze Grau. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen natürlich beides. Vielleicht hänge ich auch einfach alles dran. Das ist zum Aufbügeln, so Prinzessinnenzeug. Mache ich auch auf mein Stirnband. Genau. Jetzt habe ich so ein paar Beauty-Produkte gekauft, die ich ganz verrückt fand und ich dachte, vielleicht ist das auch total interessant, wenn ich mal zeige, was es hier so gibt. Wahrscheinlich gibt es die meisten Sachen schon und ihr kennt es schon. Ich bin jetzt beauty-mäßig nicht so super fit. Das ist eher meine Schwester und die liebe Maren. Aber ich habe es jetzt einfach mal gekauft. Das kriegen dann entweder die Katrin oder die Maren. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal und ich fand es total witzig und deswegen bringe ich das auch mit. Das hier ist so ein Reibeteil. Damit soll man sich so über die Haut reiben oder über die Hände. Und dann sollen die ganz, ganz, ganz babypopo-weich sein. Das ist nämlich in Japan ganz wichtig. Man muss ganz makellos aussehen und alles muss ganz weich sein. Und die Frauen müssen total süß und goldig sein. Ja, kawaii müssen die sein. Dann gibt es hier, was so aussieht wie so ganz klitzekleine Tabletten. Das sind Tuchmasken. Da schmeißt man die Tablette ins Wasser, dann wird die groß zu einer Gesichtsmaske und dann legt man die sich aufs Gesicht und dann ist man danach schöner. Sollte ich eigentlich direkt probieren. Dann ist hier ein Gesichtsmassage Striegel wollte ich schon sagen. Ein Gesichtsmassage Item. Ein Gesichtsmassage was weiß ich was Massiergerät. Und hier steht dann auch drauf, wie man massieren muss. Also die lange Seite ist so für hier und die kurze Seite ist dann für die Schläfen und so. Ist bestimmt super. Brauche ich auch. Da
Dann hier, das fand ich absolut cool. Das hier ist eine 3D-Silikon-Maske. Und zwar macht man die sich wohl über seine Gesichtsmaske drüber, so damit man da nicht hinkommt und da nichts runterblättert und sonst was. Und ja, da, also ja, wichtiges Item. Dann, und weil ich ja vorher gesagt habe, mit diesem Gerät hier, mit diesem Smooth Skin Gerät, müssen natürlich auch die Füße ganz weich sein und vor allem natürlich an der Ferse, wo sie immer total weich sind. Und deswegen soll man bitte über Nacht diese Silikonfersenteile tragen und dann ist die Ferse immer ganz weich. Das ist voll wichtig, weil, ja, ich sage jetzt nicht so, aber ja, es ist furchtbar wichtig, dass die Ferse ganz weich ist. Ich meine, hey, finde ich auch cool, aber ja, weiß jetzt nicht, ob ich deswegen nachts hier so einen Fersenstrumpf tragen muss, aber ja, ist ein wichtiges Beauty-Produkt. Und eine Sache, die habe ich vergessen. Und zwar ist es eigentlich mehr ein Gag, aber meine eine Schwester, ihr Freund, dem habe ich ja so ein Zusammenbasten-Lego-Ding mitgebracht. Und der andere, also es rauchen beide, aber der andere kriegt jetzt einen transportablen Aschenbecher, ne, Hansi? Weil in Japan darf man keinen Müll auf den Boden schmeißen und es gibt auch ganz wenig Mülleimer. Das heißt, man transportiert seinen Müll immer mit rum. Ist natürlich blöd, wenn man raucht, weil den Zigarettenstummel, den darf man ja... Sollte man so oder so nicht, aber den würde man oder den sollte, schmeißt man ja dann auch nicht auf den Boden, sondern der wird dann hier drin mitgenommen. Das kann man dann hier auf und zu machen und dann ist das verschlossen und es ist rosa, weil es nur in rosa gab. So, das war's. Ich hoffe, es war nicht zu sehr langweilig oder zu rosa oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ach, ich probiere jetzt noch die Cola. Es ist heute auch wieder so unglaublich heiß. Also sorry, dass ich auch so aussehe und wahrscheinlich total glänze. Aber es hatte jetzt irgendwie 16 Grad und jetzt hat es heute 28 Grad und 50% Luftfeuchtigkeit. Also ja, also das Erste, was mir schon mal vom Geruch her entgegenkommt, ist nicht Cola. Oder doch? Kann es noch nicht sagen. Also Cola ist es nicht. Es schmeckt irgendwie so ein bisschen nach Marshmallow. Und so nach Kinderzahnpasta. Kinder-Emoikal. Ja. Das ist es. Ich kann leider aber nichts lesen. Es ist bestimmt... Ah! 47 Kalorien. Das kann ich lesen. Pepsi-Cola. Ah, wahrscheinlich heißt sie Marke okay, Pepsi-Cola. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir das jetzt auch erledigt. Macht's gut.